Auch heute heiße ich euch wieder herzlich willkommen bei Bleach, Brave und The Souls. Wir machen heute ein relativ kurzes und knappes Video. Das ist im Grunde nichts weiteres als ein Pull auf diesem wunderschönen Gacha, das wir gerade hier vor uns haben. Heute ist rausgekommen, ganz frisch, Attribut Summon Blau, Attribut Summon Speed, je nachdem wie ihr das Ganze nennen möchtet. Hier haben wir den einzig wahren Kenpachi, den aktuellen, den Fullbring, den Godpachi, wie ihr ihn nennen wollt, ein absolutes Biest, hinter dem ich jetzt schon seitdem er rausgekommen ist, ein bisschen hinterher renne. Zusätzlich haben wir noch den König der Spiele, Yu-Gi-Oh! Ja, Yu-Gi-Oh! That's the joke. Auch wunderbarer Charakter, würde ich mich auch sehr freuen. Und wir haben auch Mashiro, die als Charakter selbst nicht so unbedingt sonderlich interessant ist, aber als einzige im Spiel mit 6 Sternen ein Damage Taken, Damage Reduction Soul Trade hat, der auf 20% geht, was gerade für PvP sehr, sehr nett ist. Also wirklich, ich glaube, die anderen beiden brauchen wir nicht groß vorstellen, aber Kenpachi, Damage Reduction Soul Trade gleich mit drin, also noch härter als er vorher ohnehin schon war. Plus ein Buff, den er jetzt auf allen geben kann und Yu-Gi-Oh! Macht Schaden ohne Ende. Hat als einziger Charakter im Spiel Weakened Duration minus 65%. Meines Erachtens noch, ich glaube es ist nach wie vor der einzige. Macht dazu auch recht netten Schaden. So. Egal was ich ziehe, ich bin glücklich drüber, wenn ich was ziehe. Das ist eigentlich nur das Problem, was wir jetzt gerade haben. Es hilft ein bisschen, dass man mittlerweile einen Hogyoku kriegt für jeden 10er-Pull, den man macht. Also ich werde ja auch nur 10er machen. Egal wie, am Ende des Tages habe ich nur einen 6-Sterne-Charakter. Aber wenn ich Kenpachi ziehen würde, bitte, das wäre sehr, sehr, sehr sexy. Drückt mir die Daumen. Here we go. Ah, oh, komm bitte. Na? Müll. Müll. Ich glaube nicht, dass irgendwas dazwischen ist, weil ich nicht habe. Nein, okay. Erster Pull, leider Müll. Nichts dabei, schade. Wir haben aber noch was zu pullen. Ich habe ein paar Ops vorbereitet. Ich will mich aber limitiert halten. Eigentlich wollte ich nicht mehr als 2 Pulls machen. Wir werden trotzdem wahrscheinlich 3 machen, wie ich mich kenne. Drück die Daumen! Come on! Come on! Ach. Scheiße! Ich bin froh, dass ich das Ding geskippt habe, weil dieser Mashiro Kick, der Soundfall davon, das triggert mich ein wenig. Oh Mann! Komm! Das sind 750 Orbs. Ich werde doch bestimmt wenigstens eine Sache gepult kriegen. Bitte, es ist wirklich ganz egal, welchen davon. Das sind alle top. Gib mir nur einen Charakter. Einen einzigen. Let's do it. Come on, come on. Scheiße. Das war nicht gut. Das war wirklich nicht gut. Ja, das ärgert mich gerade ein bisschen. 57 aus. Mach ich. Kann ich mir noch einen leisten? Das Problem ist, wir haben bald noch das Swordgacha. Dafür brauche ich auch noch mal Orbs. Scheiß drauf. I am committed, as they say. Jetzt muss ich nur kurz hier das Inventar ein bisschen aufräumen. Wir wollten jetzt einfach Mayuri. Was soll's, bringt mir noch ein paar Orbs, wenn er durch ist. Scheiße. Hooray, okay. Einfach, ich muss den jetzt gerade nur evolven, weil ich irgendwie Charaktere verfüttern muss. Ich habe sonst nämlich nicht so viele Sachen, so viel am Platz sonst übrig, dass ich hier groß pullen könnte. Ja, wir machen einfach eine Batch, dann kann ich nämlich nochmal. Oh Mann. Tschüss.
Ihr kennt das bestimmt auch, diese Situation. Ihr wisst genau, es kommt demnächst noch ein Racher. Ihr habt einfach bessere Chancen, was zu ziehen. Wir haben hier nur eine 3% Chance, irgendwas zu ziehen. Ihr wollt eigentlich nicht sonderlich viel mehr, weil ihr habt nur die paar Ops, die ihr nun mal habt. Aber ab einem bestimmten Punkt seid ihr so tief drin. So viel investiert. Ihr wollt jetzt was raushaben. Ich glaube, an dem Punkt bin ich leider angekommen. Mehr als diesen einen, der jetzt kommt, werde ich nicht machen können. Ich kann mir nicht das Swordcross-Gacha versäumen. Für die, die es nicht wissen, ist ein Gacha. Es kommt nach dem Ende des Monats Ding. Da haben wir eine 5% Chance, irgendwas zu ziehen. Und da sind alle Ichigos unter anderem mit drin. Also Full Hollow, Dangai und Fullbring. Und noch drei Filler-Charaktere, die auch sehr, sehr nett sind. Das ist jetzt der letzte, den wir machen. Ihr habt mir bisher nicht viel Glück gewünscht, ne? Genau dich. Du hast mir kein Glück gewünscht. Das ist alles deine Schuld. Tu es jetzt. Das ist jetzt deine einmalige Chance, dafür zu sorgen, dass alles wieder gut wird. Fuck's sake! So, ja, das war's dann auch schon wieder. Ach Gott, das will ich. Ah, Rip-Ops. Ja, schade. Man hätte sich's wünschen können, dass man da vielleicht doch mal etwas zieht, aber ich kann nicht noch mehr Ops nehmen. Das geht nicht. Das geht wohl. Geht es? Geht es doch? Nein, es geht nicht. Es geht nicht. Ja. Sollte ich wieder erwartend hier tatsächlich noch einmal ziehen, nachdem ich jetzt gerade schon 1000 Orbs getrashed hatte. Ich wollte eigentlich nur zweimal pullen. Gucke ich mal, ob ich das auch wieder mit aufnehmen mache. Aber das werde ich mir, glaube ich, noch sehr stark überlegen. Ich glaube nicht. Für alle anderen von der Schandtat, die ich jetzt hier gerade begangen habe, nämlich einfach nicht zu ziehen, abgesehen. Es ist ein sehr geiles Gacha, wie gesagt. Solltet ihr noch ein paar Orbs übrig haben und plant jetzt nicht ein, für die nächsten Sachen was zu nutzen, tut es hier. Sehr geile Charaktere, ihr kriegt notfalls halt noch Wurgekus. 4 Stück, wenn ihr so ein Glück habt. Ansonsten, wie gesagt, egal was ihr zieht, es ist wirklich ein Top-Gewinn, solange ihr natürlich keinen einzigen Charakter davon habt. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde weinen. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.